Axel Giermeier willst du in Vertretung für den Burschenverein Geisenbrunn den Heiligen Bund der Patenschaft eingehen? Dann antworten wir mit Ja. Ja. Gut. Severin Lehner, willst du in Vertretung für die Burschenschaft Geisenbrunn den Heiligen Bund der Patenschaft eingehen? Dann antworten wir mit Ja. Ja, Fritze wäre schon, aber ich denke, da müssten die anderen auch noch viel was machen. Hast du ein paar Konsorten zum Aussuchen? Ja, freilich, da haben wir schon ein paar. Steffi, Mane! Seid schon da? Funkerhirs? Ah, einer geht schon noch, oder? Was noch einen? Komm mal vielleicht, ha? Ja, doch, nie nur. Toni noch dazu. Ah, Toni, wo ist denn der Toni? Der hat mich gestern vertraut. Toni, geh noch her. Jetzt haben wir uns denken mit denen ein Gewang, weil na wird sowieso nicht sagen. Darum haben wir uns heute zusammengefunden in dieser großen, gräbigen Runde. Wir fragen euch als Burschenverein, wollt ihr unsere Paten sein? Also, wie steht's mit eurem Wort? Ohne Ja gingen wir heute fort. Bevor unsere Knie recht ausschauen, habt's Mitleid und erlöst uns von unseren Grauen. Habt ihr euch überlegt, was wir haben, was haben wir jetzt dafür? Dann sagt es uns, dann bringen wir es mit, dann bringen wir es mir. Ja, wenn es uns fragen darf, was bringen wir? Na, da mal sagen, am meisten wir. Na, wer's wir lernen, heute brauchen wir selber. Für unsere durchtrainierten Leiber. Da bringt euch was anderes mit. Und zwar einen großen Kanister voll mit Split. Wo ist der Fertig? Ja, der ist kühl. Den haben wir schon mitgebracht, aber der steht schon in der Kühlung. Das hört sich gut an. Oder was meinst du? Oder was sagt ihr? Ja. Was meinst du? Ja. Was sagt ihr? Hart hier, oder? Ich wollte mir überlassen. Ich würde jetzt sagen, jetzt stoßen wir erst einmal mit einem Bier an. Also, ja, ein Bier, genau. Ja. Ich muss mein Meifel nehmen. Aber was anderes sind auch noch vielleicht vorbereitet, einen guten Schnaps hätten wir noch da. Und ihr habt den extra 2 Stunden in die Sonne gestellt. Also. Hört den Nagel. Also Burschen, hat uns gefallen. Denkt, es klang, erst wieder aufstehen. Also, der offizielle haben wir rum. Damit erkläre ich jetzt offiziell den Burschenverein Geisenbrunn und den Burschenverein Gemmering zum Paten. Braut und der Bräutigam dürfen sich jetzt küssen. Da warten wir selbst noch seit Monaten drauf. Ja, dann gibt es nichts. Wir sind froh, dass sie uns zur Seite steht und uns als unser Patenverein heute nach Hause geht. Danke euch recht schön, jetzt lassen wir es krachen, trinken, essen und ganz viel lachen.
Das ist ja immer.